geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VBZ. Die Ankündigung von unserem Pilotprojekt Studentinnenlinie hat bei euch zu offenen Fragen, Verunsicherung und teilweise auch Unmut geführt. Ich verstehe das und ich bedauere das auch, dass wir da ungenügend vorgegangen sind. Die offenen Punkte und Rückfragen, die es jetzt daraus aus ergänzt, haben dazu geführt, dass wir in Rücksprache mit unserem Vorgesetzten, dem Stadtrat Michael Baumer, wie auch mit den Sozialpartnern entschieden haben, dass wir das Projekt jetzt stoppen und nicht mehr in 2022 werden starten. Sina Transfer und VPOD sind sehr froh, dass das Projekt Studentinnenlinie gestoppt worden ist. Uns ist es wichtig, dass die VBZ-Mitarbeitenden angehört werden und wir sie entsprechend vertreten können. Uns ist es auch sehr wichtig, dass das Projekt Studentinnenlinie vernehmlasst wird und es für uns alle zusammen stimmig ist. Die offenen Fragen und Anliegen die nehmen wir jetzt auf. Wir werden an der nächsten Sitzungskommission der Sozialpartner das Ganze gemeinsam vertiefen und den Dialog zu diesem Thema fortführen. Der Fachkräftemangel ist auch bei uns, bei den Trampiloten und Trampiloten vorhanden. Wir werden darum neue Wege prüfen, zusammen mit den Sozialpartnern, um beispielsweise dank einer neuen Schichtplanung den Job attraktiver machen, aber auch in Rekrutierung, wenn wir neue Wege prüfen und begehen. Also für uns als Gewerkschaft ist es nicht nur wichtig, bei den Schichtplänen mitzureden und Vorschläge einzubringen, sondern bei allen Projekten, die personelle und organisatorische Änderungen mit sich bringen. Weil es geht darum, dass die Mitarbeitenden angehört werden, Vorschläge einbringen können, damit möglichst viele Leute schlussendlich hinter diesen Ideen stehen können. Darum, wir helfen überall mit, gute Ideen umzusetzen. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sind in den letzten Wochen wirklich in sehr unruhiges Fahrwasser geraten mit der VBZ zusammen. Wir haben uns aber wieder treffen, wir haben uns wieder einigen. Und wir sind fest entschlossen, dass wir unsere Erfolgsgeschichte der letzten Jahre wieder fortführen wollen. Wir hocken wieder zusammen und wir wollen wieder miteinander für die Zukunft das Beste für uns alle erreichen. Euch allen eine schöne Sommerzeit. Hebt Sorge.